Ganz herzlich willkommen im neuen Video. Meine Wege führen mich heute ganz weit weg und ich bin nach Fulda gefahren und wir haben eine wunderschöne Hochzeit gearbeitet und hier seht ihr, welchen weiten Weg ich gefahren bin. Es war mega schön in dem Geschäft von der lieben Simone, Loft 5 in Fulda. Und wir hatten so viel Spaß, es war so ein tolles Team und wir hatten unglaublich viele Werkstücke für die Hochzeit. Unter anderem neben Brautstrauß-Tischdeko auch wunderschöne Kopfkränzchen. Und diese Kopfkränzchen zeige ich dir heute im Video. So ihr Lieben, jetzt geht's hier in die Werkstatt und früh ist der Morgen, die Lichter gehen an. Ja, und wir sind hier. Es gibt mal wieder ein Video voller Hochzeitsblumen. Ja, es gibt hier Topfpflanzen, es gibt hier diese wunderschönen Dahlien. Guckt mal im Vergleich zu meiner Hand, wie groß die sind. Ja, und ich kann euch berichten, also ich habe meinen Laden zugemacht und ich hatte dann einen Aushang gemacht. Ich habe auch ein bisschen gepostet auf Facebook, dass ich arbeite. Und zuerst kamen eigentlich erstmal keine Anrufe. Und ich habe mich total gewundert und habe gedacht, boah, das kann doch nicht sein. Es ist doch so viel Personalbedarf da. Und ja, es hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile funktioniert, ja, freue ich mich, funktioniert das Geschäftsprinzip, ist so nüchtern gesagt. Ich freue mich total über Anrufe und arbeite hier an einer wunderschönen Hochzeitsfloristik in Fulda mit und habe eben gerade nachts mein Hotel verlassen, um wieder weiterzuarbeiten. Und hier stehen unsere tollen Werkstücke. Ich muss mal hier das Kämmerlein öffnen. Hier ist ein Bewegungsmelder. So. Und das sind die Blumen, das sind die Tischgestecke, die auf die Tische kommen. Die werden richtig hoch platziert, sind so schön abfließend. Und ja, haben wunderschöne Blüten, auch diese Dahlien, haben weiße Hortensien, diese schöne Rose Kahala und ganz tolle Eustoma. Die Lichtverhältnisse sind jetzt nicht ganz optimal zum Filmen, aber ich wollte euch das trotzdem gezeigt haben, weil das ist hier wirklich ein Blumenschmuckkästchen, was wir hier zu zeigen haben. Und es gibt also für viele Plätze dieser Hochzeit wunderschöne Gestecke. Ja, ich werde jetzt gleich den Brautstrauß machen. Und ich habe jetzt also in jeder Ecke verstecken sich hier die tollen Werkstücke und es ist eine Riesenhochzeit. Ja, ich werde jetzt gleich den Brautstrauß machen. Wir haben die Blumen auch für die Bänke, für die Kirchenbänke schon gemacht. Die sind hier in dem Eimerchen drin. Da müssen wir noch Bänder dafür machen. Ja, und dann die anderen kommen jetzt gleich auch. Das heißt, ich gebe jetzt Gas und muss jetzt aufhören zu filmen. Schade. Aber mal gucken, ob wir noch eine kleine Episode hier drin filmen. Bis gleich, ihr Lieben. So, und auch ich lerne nie aus. Also tatsächlich mache ich jetzt einen Brautstrauß. Und was hier gewünscht ist, ist, dass die Rosen hier so aufgeklappt werden, ja, sprich, dass die Blütenblätter, ich zeige euch mal hier eine Rose, da habe ich das gemacht, und die ist schon fertig, sprich, dass die Blütenblätter so ganz sanft, das geht nur mit Rosen, die nicht so fest sind, hier bin ich, habe jetzt das Handy auf den Tisch gelegt, und die muss man dann so ganz zart über den Finger aufklappen. Da gibt es also Leute, die können das, die machen das sehr oft und die machen das sehr fingerfertig. Und das Tolle ist natürlich auch, dass die Rose nach viel mehr aussieht, wenn die Blütenblätter so nach außen geklappt sind. Und
Viele Betriebe, viele Methoden. Ich habe mir sagen lassen, dass das jetzt mega in ist. Ich habe das auch tatsächlich auf Instagram und so habe ich das oft schon gesehen. Aber bei meinen Kunden war das jetzt noch nicht so gewünscht. Aber ich bin dankbar, dass ich, dass ich rumkomme und dass ich auch solche Methoden von anderen sehe. Das ist super. Also ich sammle jetzt unglaublich Erfahrung und lerne in jedem Betrieb, wo ich bin, immer wieder ein bisschen was dazu. So, und falls ihr jetzt wissen wollt, wie der Brautstrauß aussieht, wobei das ist jetzt nicht farbecht auf dem Ausdruck und wie er dann am Schluss aussieht. Es ist immer schwierig im Video das alles darzustellen. Es wäre wahrscheinlich einfacher, wenn jemand anders filmen würde. Naja, ich gucke mal, ob ich nachher nochmal ein Foto machen kann. Ich binde jetzt erstmal ab, aber ich wollte euch nochmal einen Eindruck zeigen von diesen wunderschönen Blüten heute Morgen. So, hallo ihr Lieben, der Brautstrauß ist jetzt fast fertig und abgewickelt. Und hier kommt die Überraschung. Hier kommt die Überraschung. Hallo. Ich hatte gedacht, wir sehen uns immer nur bei YouTube und jetzt muss ich einfach mal vorbeikommen und muss hier mal was überreichen. Habe ich was Kleines Liebes aus meinem Garten, da die Margit ja so gern Natursagen mag. Das habe ich einfach mitgebracht. Dankeschön. Und ich muss ja sagen, gestern haben wir uns zufällig auf der Straße gesehen und es hat mich noch nie jemand so begrüßt wie er. Schön hier zu sein. So, Dankeschön. Bitte sehr. So, ihr Lieben, ja, und nachdem euer Interesse an Kopfkränzchen immer total groß war, Kopfkränzchen für Hochzeiten, zeige ich euch einfach mal jetzt, wie man Kopfkränzchen wickelt. Und zwar, man nimmt Schleierkraut, braucht man dazu ein schönes Bändchen. Und natürlich muss man erstmal überlegen, wie ist der Umfang vom Kopf. Kleiner Trick, wenn man dann weiß, die Länge, dann kann man einfach mit Edding eine kleine Markierung dran machen. Und dann beschwert man erstmal dieses Bändchen mit was Schwerem. Ja, irgendein sandgefülltes Gefäß, hier ein Tesa. So, und dann braucht man von dem Schleierkraut, ich habe das jetzt schon schön vorbereitet, damit es nicht so lang dauert, braucht man so kleine Stückchen. Ja, und genauso auch von etwas Feinem, entweder Buchs oder Pistazie, sind diese kleinen Stückchen. Die habe ich also hier schon geschnitten. Und die Vase kann ich mal wieder wegstellen, weil es geht ja jetzt um das Wickeln. Und dann nimmt man einen schönen Draht. Das ist natürlich sehr schön, wenn der Draht jetzt zu dem rosa Schleierkraut passt. Den könnt ihr übrigens auch bei Floristik24 bestellen mit 10% Fanrabatt mit Rabattcode Margit, wie immer. Ja, dann mache ich mal den Draht an meinem Bändchen fest. Guck, dass ich einen Anfang finde. So, und verdrehe den Draht erstmal. Also so ein bisschen drumherum gewickelt und dann verdrehe ich den erstmal. Ich brauche also unbedingt den Tesa, damit ich hier was zum Beschweren habe, weil ansonsten ist das, ja, ansonsten flutscht einem natürlich das Bändchen immer weg. Man fängt also an, legt an. Anlegen ist immer der Anfang. Moment. So, fürs Wickeln ist immer der Anfang. Nimmt von der Pistazie die Stückchen, kann auch schon mal, damit man eine schöne Basis hat, wickelt man und immer vielleicht zweimal wickeln. Bei diesem schönen Draht, der ist nicht ganz so stabil wie unser Wickeldraht auf der Holzspule. Also nicht zu fest ziehen, sonst macht's knack und der Draht ist kaputt. So, dann nehme ich meine Schleierkrautstückchen, die schön ineinander haken und wickel. Und das ist natürlich auch schön, immer wenn wir so eine Grünbasis haben. Und ja, das Arbeitsmaterial liegt auch auf dem Tisch. Vielen Dank. Ich habe heute eine ganz tolle Kamerafrau. So, und dann gucke ich, dass ich mit dem Draht wieder so ein kleines Stückchen weiter wickel. Leg wieder Pistazie an. Und das ist jetzt so eine kleine Fleißarbeit, weil ich hab ja auch 50 cm zu überbrücken. Und dann erst ist mein Kränzchen fertig. So, und das dauert jetzt wahrscheinlich, ja, je nachdem wie geübt ihr seid, so lang dauert es dann auch. Und wenn ihr dann ganz fleißig wart,
und so gewickelt habe, weil das ist wirklich süß. Also man braucht ein feines Grün, ja. Und wenn ihr dann so gewickelt habt und ihr wart ganz, ganz fleißig, dann sieht das Ergebnis nämlich so aus. Tada! Das ist jetzt dieses schöne Kopfkränzchen. Das wird also für so Mädchen, für Taufe, für Kommunion kann man es mit weißem Schleierkraut. Ja, und das kann man dann auch, das ist schön, wenn man das nochmal mit ein bisschen Blattglanz ansprüht, dass die Pistazie schön glänzt. So, und jetzt trennen wir mal unsere Pistazienschnipsel vom Kopfkränzchen. Die Frage ist jetzt natürlich auch, wie mache ich das haltbar? Ich nehme Folie, ich kann also auch einen Müllbeutel nehmen oder Hauptsache Folie, sprühe das ein bisschen feucht an und tacker das dann so zu und kann das in den Kühlschrank legen. Das heißt, ich kann das locker 1-2 Tage vorher wickeln, 3 Tage im Kühlschrank, hält es super. An dem Tag dann wird die Folie geöffnet und dann wird dieses Kränzchen den Kopf des Mädchens zieren. Ja, das war für heute das Kopfkränzchen. Vielen Dank fürs Filmen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und ihr könnt schon von den Stielen her, wenn ihr sowas macht, holt auf jeden Fall mal 5 Stiele Schleierkraut locker. Ja? Aber ihr könnt ja mal testen mit einem Armbändchen. Ja? Das kann man ja in der gleichen Technik machen. Ja, dann viel Spaß beim Nachmachen. Also dann
Es ist wie immer super schön, dass ihr alle dabei wart. Ich freue mich total. Und ich sage einfach bis zum nächsten Video. Und ich bin mal gespannt, was ihr so meint zu dem Ganzen. Schreibt mir doch mal wieder in die Kommentare. Und außerdem, ach ja, ich habe ja meine Playlisten neu sortiert. Und ich habe dann auch so eine Playlist mit Hochzeiten. Da sind ganz interessante Sachen für Feste drin. Also da lohnt es sich total reinzugucken, weil da sind einfach schöne Werkstücke, tolle Ideen für eine Tafel. Und ja, das mache ich euch noch rein, den Link dazu. Und sag einfach bis bald. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss.